Jo, hallo Freunde, schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr das seht. Mein heutiges Thema ist die Stabstelle. Stabstellen gehen bei einem sofort die Lichter an und man denkt an militärischen Begriff Stabstellen. Ja, war bei mir auch so, Stabstellen Militär, gerade auf unserer Geschichte hier im Braunschweig, historischen Geschichte. Ihr wisst ja, dieser Onkel mit dem kleinen Bart hier aus Österreich, der hier eingedeutscht worden ist. Und dann unseren lieben Bürgermeister, der ja NPD-Jurist ist, der liebe Herr Gerd Hoffmann, von uns allen geschätzt. Naja, auf jeden Fall war ich sehr erstaunt. Ich habe also aufgrund meiner Schwierigkeiten, die ich ja hier mit der Justiz und der AGA habe, indem man mir ja was untergeschoben hat und dass also hier der ganze Sache vertuscht werden soll, habe ich mir die diverse Lektüre gekauft, ne, also sage ich mal ZPOs etc. etc. Was ich unter anderem noch brauchte, war ein Buch, und zwar dieses hier. Das nennt man, oder wir nennen es das kleine rote Buch. Ne? Das sind also die ganzen Anschriften drin von der Stadt Braunschweig, AGE etc. mit den Namen, wer da drin sitzt. Umso erschreckter war ich, als ich auf Seite 144 dieses hier gelesen habe. Was ich, sieht man das jetzt? Stabstellen für Wirtschaftsdezernat und Stabstellen hier und Stabstellen da. Das heißt, hier in unserer schönen Stadt, die ja so einen schönen historischen Hintergrund ist, gibt es Stabstellen. Das war also sehr überraschend für mich und sehr verwunderlich. Also wenn wir jetzt schon wieder im militärischen Bereich sind, ne, also viele glauben ja noch, wir leben in einer Diktatur, in einer, ja, Diktatur leben wir ja fast schon, in einer Demokratie, ne, und findet denn solche Stabstellen vor, dann ist das doch sehr als sehr erschreckend. Schließlich gibt es ja genug Parteien. Ich hätte jetzt beinahe die Grünen genannt, aber die Grünen sind ja eher schon mit beteiligt an Krieg, statt dagegen, wie sie früher mal waren. Ja, aber wir haben auch noch die Linke im Stadtrat. Ne? Also da müsste man doch zumindest einen Einspruch heben und sagen, pass mal auf, wir haben diese Bücher, da steht Stabstellen drin, können wir das nicht mal umbenennen, oder damit wir hier diesen, ja, rechten Touch wegkriegen, aber anscheinend kümmert sich da keiner drum. Ja, wie gesagt, ihr könnt ja mal selber bei euch in der Stadt gucken, ob es da auch solche Stabstellen gibt. Also ich finde das ganz interessant, solche Stabstellen zu finden. Also naja, gut, ich bin ja nicht im Stadtrat, ich habe das nicht zu entscheiden, aber ich hätte da schon was gemacht, also alleine schon auch auf das Ansehen, ne? Wie gesagt, ich habe auch nachgeguckt im Internet. Stabstellen gibt es in Firmen und in öffentlichen Behörden, aber da hätte ich schon was umgestellt. Aber wie gesagt, macht eure eigenen Gedanken drum. Ja, ansonsten wünsche ich allen eine schöne Woche. Bleibt schön sauber, damit wir uns wieder sehen. Schöne Grüße nach Germania und an die Bürger und Gäste nach Germania. Das wird schon. Also, macht's gut, bleibt sauber, damit wir uns bald wieder sehen. Ciao.